Vermisst er dich? Oder bist du in seinem Leben nicht so wichtig? Die Frage stellen sich viele Frauen, gerade wenn die Beziehung noch ganz am Anfang steht, er sich zu seinen Gefühlen noch nicht geäußert hat oder die Liebe langsam nachlässt. Uns Frauen fällt es dabei oft sehr schwer, die Gefühle der Männer zu deuten, denn oft bekommen wir nur unscheinbare Anzeichen, die man auch ganz anders interpretieren könnte. Kein Wunder also, dass wir seine Nachrichten immerzu mit unserer besten Freundin analysieren müssen. Doch tatsächlich sind die 10 Dinge klare Hinweise, dass ein Mann dich vermisst. Hier sind 10 Dinge, die ein Mann nur tut, wenn er dich vermisst. Nummer 1. Er meldet sich bei dir. Egal wie stressig sein Tag ist, du bekommst regelmäßig Nachrichten von ihm, denn er will mit dir in Kontakt bleiben. Wichtig ist natürlich hier zwischen er schreibt nur, weil ihm langweilig ist und er schreibt, weil du ihm wichtig bist, zu unterscheiden. Schreibt er dir nur spät abends oder nachts, trifft vermutlich Ersteres zu. Sollte er dir jedoch tagsüber häufiger schreiben, hat er ehrliches Interesse an dir. Nummer 2. Er erzählt anderen Menschen, dass er dich vermisst. Vielleicht hast du von einem seiner Freunde schon einmal gehört, dass dein Liebster ständig von dir redet oder dich immer vermisst, wenn du nicht bei ihm bist. Auch wenn du denkst, die Jungs reden nur Unsinn, dahinter steckt oft mehr Wahrheit, als wir Frauen meinen. Nummer 3. Er sucht dich in sozialen Medien. Ist dir schon einmal aufgefallen, dass er plötzlich ein uraltes Bild von dir geliked hat? Nicht nur wir Frauen suchen einen Mann online. Wenn du bemerkst, dass er dein Profil durchgegangen ist, wird er dich in dem Moment garantiert vermisst haben. Nummer 4. Er fragt nach Bildern von dir. Okay, hier gibt es natürlich 2 Arten. Wenn er dich auf eine schmutzige Art und Weise nach einem Bild fragt, meint er es mit dir vermutlich nicht ernst. Sollte er jedoch nach deinem Gesicht oder einem alltäglichen Bild von dir fragen, zeigt er Interesse und verrät, dass du ihm fehlst. Nummer 5. Er will dich unbedingt sehen. Auch wenn es nur für eine Stunde ist, er möchte dich unbedingt sehen und gibt alles dafür, dass es zu einem Treffen kommt. Wichtig ist jedoch, wann und wo er dich treffen möchte. Hat er nur nachts Interesse an dir, will er dich vermutlich nur ins Bett bekommen. Nummer 6. Er ist eifersüchtig auf andere Männer. Zeigt er leichte Züge von Eifersucht, kann das seine Gefühle offenbaren. Achte nur darauf, dass seine Eifersucht keine besitzergreifenden und krankhaften Züge annimmt, denn dann schadet sie dir und eurer Beziehung. Ein wenig Eifersucht ist okay, Kontrolle dagegen gar nicht. Nummer 7. Seine Freunde reden mit dir über ihn. Geben dir seine Freunde kleine Hinweise, dass er über dich gesprochen hat? Wenn sie dir das erzählen, scheint nicht nur er dir sehr zu vertrauen, sondern auch seine Freunde. Du bist richtig in seinem Leben angekommen. Nummer 8. Er ist angetrunken und meldet sich bei dir. Es ist natürlich nicht cool, wenn jemand betrunken ist. Aber sollte das bei ihm doch mal vorkommen und er sich bei dir meldet, dann kannst du das als gutes Zeichen werten, sofern er nicht eindeutige Absichten hat. Nummer 9. Er postet eindeutige Bilder oder Texte. Männern fällt es oft leichter, über Bilder oder Texte ihre Gefühle auszudrücken. Achte also darauf, was er online postet und ob sie in irgendeiner Art und Weise mit dir in Verbindung stehen. Die Bilder und Texte können dir einiges über sein Gefühlsleben verraten und du lernst ihn von einer sensibleren Seite kennen. Nummer 10. Er sagt dir, dass er dich vermisst. Wenn er dir sagt, dass du ihm fehlst und er dich vermisst hat, dann kannst du ihm auch glauben. Männer würden das nicht so leichtfertig sagen, sondern nur, wenn sie es auch aufrichtig meinen. Du wirst es sicherlich auch an seinem Ausdruck, seiner Art und in seinen Augen erkennen, wie er für dich fühlt. Je besser du dich mit dir selbst verstehst, umso mehr sehnt er sich nach dir. Wenn man eine ernste Beziehung anstrebt, möchte man ja nicht nur den Beschützerinstinkt bei einem Mann ansprechen. Viele Männer sind neugierig auf was Neues, doch dieses Neue kann schnell langweilig werden. Je besser du mit dir selbst zurechtkommst und dein eigenes Leben hast, umso mehr wird er beeindruckt von dir sein
und sich nach deiner Nähe sehnen. Kennst du noch andere Anzeichen? Schreib sie uns in die Kommentare. Vergiss nicht, dem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren.